Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Skyrim 2022 Mods. Wir machen uns jetzt mal wieder auf den Weg nach Mortal. Wir sind aus der elendigen Höhle wieder rausgekrochen und ich will nur noch nach Hause. Ich will mich nur noch schlafen legen. In welche Richtung muss ich überhaupt? Ich dachte, ich finde hier draußen irgendwie das Geheimnis der nächtlichen geisterhaften Erscheinungen. Ich meine, wir haben hier ein paar ein paar eklige Gestalten umgenietet, aber ich glaube nicht, dass das diese geisterhaften Gestalten sind. Und wir rennen jetzt einfach mal. Dann jetzt einfach mal zurück. Was soll's? Du fühlst dich wohl. Die alte Max sitzt einfach immer noch hier draußen. So, naja, gut. Jetzt ist eh alles leer. Was ist denn eigentlich? Gehen jetzt eigentlich die Leute an die Tür um die Uhrzeit? Stimmt, oder? Oder doch nicht. Keine Antwort. Hier vielleicht? Wohnte hier nicht der Valion? War das hier? Keine Antwort. Pennen die jetzt alle, oder was? Also ich meine, ja, es ist Nacht, aber... Come on! Das Drachenblut naht. Ist da jemand? Stimme. Darf ich reinkommen? Natürlich. Okay. War das nicht das Haus, wo wir letztes Mal nicht reingekommen sind? Wache von Mortal. Beginnt sich aufzuwärmen. Was war das hier? Ah, Gefängnisse, wie es aussieht. Voll die unheimliche Musik. Momentan keine Insassen. Wir gehen mal wieder raus. Schauen wir oben nochmal nach. Oh. Wache von Mortal? Haben die sich etwa umgezogen, richtig, oder was? Krass. Okay. Wir gehen mal wieder raus. Ich glaube, ich speichere mal das Ganze. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Vielleicht kann ich irgendwie dem Jarl was berichten? Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt, solltet ihr zuerst mit mir sprechen. Dann gehe ich mal. Ja, dann geht mal. Bella. Geht es euch gut? Ja. Könnte ich meinen Wasservorrat auffüllen? Komm, das machen wir mal. Natürlich. Für 5 Gold. War das eine Fruchtblase? Okay. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. So, zu essen haben wir ja auch. Wo ist denn die Jarl? Da ist ein grünes Buch. Oh, das kann ich nur stehlen. Zaubertrankrezept Krankheiten heilen. Zaubertrank der Krankheitsheilung. Fasanfedern,
Bärenfett. Okay, merke ich mir eh nicht, aber... Oh, Provinz Himmelsrand. Schick. Okay, hier steht noch Nord. Ihr werdet Jarl Idgroth den nötigen Respekt zollen, solange ihr in dieser Halle weilt. Haben wir uns verstanden? Jawohl. Aber sicher. Dann geht bitte euren Geschäften nach. Also gut. Aber wer seid ihr? Mortal kann keinen Ärger gebrauchen. Ihr bleibt sauber, ja? Ja. Ich bin hier, um den Jarl zu beschützen. Nicht um zu plaudern. Okay, verstehe. Die liegt bestimmt hier, oder? Hier ist doch das... Hallo? Was? Was? Ich habe erfahren, dass ihr jemanden sucht, der den Hausbrand untersucht. Ihr meint den Brand in Roggers Haus? Er hat Frau und Tochter in den Flammen verloren. Hm. Meine Leute glauben nun, dass es mit einem Fluch belegt ist. Wer bin ich, dass ich ihnen widersprechen könnte? Was ist laut Rogger passiert? Rogger gibt seiner Frau die Schuld, weil sie Bärenfett ins Feuer gegossen hat. Viele glauben, er habe das Feuer selbst gelegt. Warum hätte er das seiner Familie antun sollen? Begierde kann einen Mann dazu bringen, das Undenkbare zu tun. Die Asche war noch warm, als er Alva Treue schwor. Und warum habt ihr ihn nicht festgenommen? Aufgrund von Gerüchten und Tratsch? Nein. Aber ihr, ein Fremdling, könnt vielleicht die Wahrheit für uns finden. Mhm. Durchsucht die Asche, die andere nicht anzurühren wagen. Seht, was sie euch sagt. Wenn ihr seine Schuld oder Unschuld beweisen könnt, werde ich euch dafür belohnen. Alter! Begonnen, die letzte Ruhe. Ja, dräng dich ruhig dazwischen. Ihr sollt angeblich Visionen haben. Die Göttlichen enthüllen mir manchmal Dinge, ja. Das verheimliche ich nicht. Es ist eine Gabe. Wer das nicht glaubt, kann und wird es nicht verstehen. Ich habe noch nichts gefunden. Nee, ich habe ja auch noch nicht gesucht. Rogers Schicksal liegt in eurer Hand. Ja, na gut, dann schauen wir mal. Okay, also in der Asche, wo sich andere nicht rantrauen, quasi. Nochmal speichern. Asche, wo sich andere nicht rantrauen. Wo war das Haus? Das war hier, ne? Alter, mir läuft's. Mir ist es gerade eiskalt den Rücken runtergelaufen. Oh mein Gott, der Geist von der Tochter. Wer ist da? Seid ihr das, Vater? Alter, ich hab grad so Gänsehaut, ne? Wer seid ihr? Helgi. Aber Vater sagt, dass ich nicht mit Fremden reden darf. Seid ihr ein Fremder? Nein, ich bin ein Freund. Wisst ihr, was mit eurem Haus geschehen ist? Der Rauch hat mich aufgeweckt. Es war heiß und ich hatte solche Angst. Also habe ich mich versteckt. Dann wurde es kalt und dunkel. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Aber ich bin allein. Wollt ihr mit mir spielen? Wenn ich mit euch spiele, sagt ihr mir dann, wer das Feuer gelegt hat? Gut. Spielen wir Verstecken. Wenn ihr mich findet, verrate ich es euch. Wir müssen aber warten, bis es Nacht ist. Die andere spielt auch mit und sie darf vorher nicht rauskommen. Es ist Nacht. Die andere? Wovon redet ihr? Kann ich euch nicht sagen. Sie könnte mich hören. Sie ist ganz in der Nähe. Wenn ihr mich zuerst findet, kann ich es euch verraten. Abgeschlossen. Untersuche das abgebrannte Haus. Finde Helgi nach Einbruch der Dunkelheit. Also jetzt quasi, oder wie? Oh Gott, wo versteckt die sich? Ja gut, die leuchtet blau, also die dürfte ja nicht so schwer zu finden sein, oder? Alter.
wo ist die jetzt versteckt? Wo versteckt die sich? Ist natürlich mies hier mit den ganzen Todesglockenblumen, ja. Da ist das natürlich schwieriger, die da ausfindig zu machen. Oh, wo versteckt die sich? Die wird ja nicht so weit weg sein, oder? Könnte die sich verstecken? Hier vielleicht? Bestimmt hinter irgendeinem Haus, oder? Vielleicht sind natürlich das auch die geisterhaften Gestalten, die des Nachts im Sumpf erblickt wurden, aber... Bari? Alter, ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Oh, der klingt ja auch wie so ein Geist, ey. Oh. Habe ich das vielleicht als Quest? Okay, ich habe hier einen Questmarker, aber das ist der von... Das ist... Warte mal. Deaktiviere das mal. Da ist kein... Ja, von Mortal hat mich gebeten, den Hausmann besonders immer dem Hoggers Frau und Kind ums Leben kam, da er sich unmittelbar danach denken viele, er habe den Brand gelegt. Finde Helgi nach Einbruch der Dunkelheit. Boah, ich weiß nicht, wo die sich verstecken könnte. Aber ich meine, die leuchtet ja blau, die muss man doch irgendwo sehen. Wo versteckt die sich? Ein kühler Nebel zieht über die Sumpflande. Was? Hör doch mal auf, Mensch! Kein Kampf! Wo könnte die denn sein, ey? Die Frage ist, ob die jetzt diese Nacht meinen, nach Einbruch der Dunkelheit, oder ob ich bis zur nächsten Nacht warten muss. Weißt du? Hier vielleicht? Kann natürlich auch sein, dass ich bis zur nächsten Nacht warten muss. Vorsichtig! Ja.
Oh Mann! Wo könnte die denn sein? Kann doch nicht so weit weg sein. Hier? Nee. Weißt du was? Ich warte einfach zur Sicherheit mal nochmal bis zur nächsten Nacht. Ja, ja, komm. Find mich doch eh keiner. So, neue Stufe. Jetzt nehmen wir mal Gesundheit. So. Schlafen. Während eines Kampfes? Wieso denn während eines Kampfes? Da ist echt ein Feind. Willst du mich verarschen? Das ist doch wieder irgendein Fisch, oder? Jetzt ist er weg. Oh Mann. So, nun aber. Ab zu meinem Zelt. Ich penne jetzt bis zur nächsten Nacht. Und dann hoffe ich, dass ich die dann finden kann. So. Wir schlafen. Ich schlafe mal einfach bis 12 Uhr, Geisterstunde. Nee, jetzt ist ja Mittag, ne? Ja, oh, ich bin so bescheuert. Ich schlafe noch ein bisschen. Jetzt ist es um 2 Uhr Nachmittag. So, da. 7. So. Haben wir natürlich wieder Durst und Hunger. Die ist eiskalt. Oh Mann, schnell aufstehen. So, das bauen wir alles ab. So. Jetzt gucke ich nochmal. Irgendwo muss die sich doch verstecken. Wo versteckt die sich? Die wird sich ja nicht in irgendeinem Haus verstecken. Die muss ja irgendwo draußen sein. Ange, die Liedträger... How can I help you? Liedträgerin. Die hat von irgendeiner anderen gesprochen. Wahrscheinlich die Mutter dann, oder? Hier war der Hogi oder so. Der wohnte ja hier. Vielleicht ist die zu ihrem Vater gerannt. Schwere Rüstung verbessert. Wo könnte die denn sein, Mann? Agonierin, wer bist du? What you want, stranger? I have a date with the marsh and the chorus calls it home. Oh. Verdammte Schlammkrabbe. Was habt ihr? Anumla, die Sumpfritterin. Ist das mal, was sind eure Pläne für die... Sagt mir, wie ihr den Namen Sumpfritterin bekommen habt. Well, it's a short story.
I carry a sword. I'm from the swamp of Black Marsh. Do you need me to continue? Or can you piece it together from here? Verstehe. Es gibt offensichtlich mehr dahinter, als nur Argonia zu sein. Ja, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich will den verfluchten Geist finden, verdammt nochmal. Jetzt friert der schon wieder so sehr, dass er nicht laufen kann. Beziehungsweise, dass die Ausdauer sich nicht regeneriert. There's an abandoned hut in the middle of the marshes. The Brotherhood of Death roams around there. Be careful. Alter, die Stimme von dem ist so unangenehm irgendwie. Vorsichtig. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Nein, setzt das euch glaube ich nicht. Alter, was ist denn das für eine Massenschlägerei hier? Entschuldigung, ich will mich nur aufwärmen. Bin ich jetzt wieder warm? Ja, ne? Was kann ich für euch tun? Alter, die hat dich doch da in der letzten Folge in die Höhle gehen sehen. Was kann ich euch bringen, Alva? Was könnt ihr mir denn nicht bringen? Wollt ihr etwas essen? Essen? Vorsichtig! Nein, ich glaube nicht, dass ich hungrig bin. Zumindest jetzt nicht. Are you lost? Gebt mir Bescheid, wenn ihr eure Meinung geändert habt. Die ist völlig warm. Alter, was hat die denn auch wieder für Augen? Oh, ihr seht aber gut aus. Wir sollten mal etwas zusammen unternehmen. Ach, das ist die Frau. Man sagt, Rogger habe das Haus für euch in Brand gesteckt. Wirklich? Das ist wunderbar. Ich kann mich glücklich schätzen, einen Mann mit so viel Hingabe zu haben. Bis zum nächsten Mal. Die Leute hier arbeiten hart und gönnen sich nicht einen Moment Entspannung. Schade. Aber das wird nicht immer so weitergehen. Bis zum nächsten Mal. Die sieht auf jeden Fall so aus, als hätte sie irgendwie was zu verbergen. Könnten die Augen sein. Boah, verdammt, ey. Ich muss... Wie spät haben wir es jetzt? Es ist 1 Uhr am Morgen. Ich muss doch die mal irgendwo jetzt finden. Wo kann die sich denn verstecken? Auf irgendeinem Dach vielleicht? Voll hell, ne? Ich hab keine Ahnung. Ist der Falion oder Valion? Keine Ahnung, wo die sich versteckt. Guck mal, da geht noch eine Treppe hoch. Da irgendwo auf dem Dach. Hallo? Irgendwie ganz oft Drachen. Warum? Aber die greifen irgendwie nicht an. Kann man sie von hier irgendwie sehen? Unter der Brücke. Unter der Brücke vielleicht. Schön ein Abharzen. Ich versteh's nicht.
Mann, wo könnte die denn sein, ey? Aber die muss doch irgendwo... Die kann, ey, mal ganz im Ernst, die kann doch nicht irgendwie ganz weit außerhalb sein, oder? Wie sich alle bei der Frostbissspinne nochmal bücken. Hier noch irgendwas Krasses? Nee. Vor allem, was macht denn der jetzt? Was fliegt da oben rum? Wo geht denn der jetzt hin? Wo geht der hin? The fuck? Bringt er mich vielleicht zu dem Mädchen? Es hieß doch, der hat irgendwas mit den Kindern auch an... Hat der das Haus angezündet? Die ist eiskalt. Oh, geil. Wow. Ich würde ja eine Fackel anmachen, aber das bringt ja gar nichts. Alter, was ohne Scheiß, was macht der hier? Was denkt ihr, was ihr da macht? Ah. Ich muss kurz gucken, ob der die... Damit wäre das erledigt. Wo geht der denn bitte hin? Was macht er hier? Beschwörende Steine. Irgendwas ich... Was war das? Was macht der hier? Schleichen verbessert. So, tut mir leid, Freunde. Ich musste das Ganze jetzt mal neu laden, weil da einfach zu viele Zombies gekommen sind und ich habe da mit dem Falion nur noch rumgeschnitzelt. Aber ich will dem noch mal folgen, weil irgendwo geht der hin. Da läuft er wieder. Ich gehe dem jetzt mal nach, weil irgendwas, ich weiß nicht was, hat er im Sumpf gemacht. Und ich glaube, Freunde, da finden wir vielleicht auch unsere kleine Geisterfreundin. Hoffe ich mal. Hier ist der lang. Also hoffe ich mal, weil ich... Wo könnte die denn noch versteckt sein? Wo könnte die versteckt sein? Ich klopfe jetzt nochmal hier. Keine Antwort. Oh, Alter, die muss doch irgendwo sein. Ist das der Falion? Nee, das ist die Wache. Boah, ich habe keine Ahnung, wo die ist, ne? Die wird mir ja auch nicht angezeigt.
Finde Helgi nach Einbruch der Dunkelheit. Auf Karte anzeigen. Kann ich nicht. Beschwörende Steine, Morwarts Lager, alte Hütte. Die könnte natürlich auch an dieser alten Hütte sein. Habe ich da schon mal geguckt? Ich darf den Valion nicht vergessen. Der, ich will wissen, was der da macht. Der ist im Sumpf, Alter. Das ist doch nicht... Es kann halt echt sein, dass der Valion das Haus angezündet hat. Irgendwie. Und jetzt, weiß ich nicht, das Geistermädel um Vergebung bittet oder so? Alte Hütte entdeckt. Hier ist sie auch nicht, ne? Das gibt's doch gar nicht. Scheiße. Hier ist die auch nicht. Okay, gehen wir mal wieder zurück. Ich check jetzt nochmal den Valion aus. Oder den Valion. Oder ich muss erst mit dem Jarl sprechen. Aber da steht ja, finde sie bei Anbruch der Dunkelheit. Also es muss ja irgendwie schon fertig sein. Das Ding ist jetzt nur, wenn der Valion jetzt wieder da in Kampf verstrickt ist. Aber wo ist der lang? Ich glaube hier. Genau, zu diesem komischen Stein ist der. Ich hoffe, der ist hier noch. Nope. Ich weiß nicht, Freunde. Der hat hier irgendwie wieder voll gekotzt oder so. Nee, Junge. Nee, nee, nee. Zack. Zack, Junge. Aber wo ist der Valion? Wo kommen die Zombies alle her? Fuck you! Oh mein Gott! Oh, natürlich! Ich bin vergiftet worden. Alter! Da ist Valion! Da ist Valion! Was machst du hier? Was machst du hier? Alter! Schönes Ding. Valion. Ich wusste es. Ich will mit ihm reden. Ich werde in eurem Blut baden. Jetzt lockt er wieder die ganzen Dafür werdet ihr bezahlen. Ich will halt ihn nicht treffen. Ja. Geh nicht drauf. Ich muss den Bogen nehmen. Alter, jetzt brennt der selber. Fuck.
Ist er tot? Warum habe ich keine verdammte... Oh mein Gott! Warum habe ich keine verdammte Ausdauer mehr? Alter, weggeballert. So, Phalion, jetzt erklär doch mal endlich deine Situation hier. Was machst du hier? Meine Fähigkeiten werden hier sehr gebraucht, damit Mortal weiterhin sicher ist. Also das war's. Mortal ist ein Ort in Bedrängnis und es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass wieder Ruhe und Frieden einkehrt. Was machst du hier draußen? Also gut. Macht der noch irgendwas hier? Warum ist der hier? Kannst du mir doch nicht erzählen, dass der einfach so hierher gekommen ist? Muss ich hier irgendwas aktivieren? Was machst du hier, Alter? Bitte geht nachts nicht vor die Tür. Draußen ist es gefährlich. Was macht ihr denn da? Was ich mache, geht euch nichts an. Warum seid ihr hier? Seid ihr mir gefolgt? Nein. Ich will, dass ihr sofort geht und niemals wieder von dieser Sache redet. Warum soll ich das geheim halten? Ich versichere euch, das ist nicht eure Angelegenheit. Vergesst einfach, dass ihr mich hier gesehen habt. Alter, nein! Wenn ich still sein soll, wird euch das einiges kosten. Ach ja? Damit hätte ich rechnen sollen. Also gut, ich gebe euch 200 Goldstücke und dafür lasst ihr mich in Ruhe. Jetzt geht und lasst mich meine Arbeit erledigen. Informiere den Jarl von Mortal über Phalions Aktivitäten. okay. Das können wir machen. Aber... Ich bin ganz Ohr. Also gut. Wo ist das Geistermädchen? Oh, verdammt nochmal. Oh, Alter. Bin ich die ganze Folge auf der Suche nach diesem scheiß Mädchen. Wie spät ist es jetzt? Um 3, komm. Es ist doch immer noch dunkel. Die muss doch immer noch hier irgendwo sein. Das kann doch nicht angehen. Ich dachte, wir finden die jetzt bei dem oder so. Aber was hat er denn da gemacht? Jetzt mal im Ernst. Was? Was geht denn jetzt hier ab, bitte? Genug. Der ist ein Feind. Ihr wagt es gegen einen Assassine. Zack, Junge. Ich wage es, einen scheiß Dunmeer in die Hölle zu schicken. Ist gut, ist gut, ist gut. Ich hab ihn. Ja, trampel noch ein bisschen auf ihm rum. Dem Drecksassassin. So, Stahlpfeile 201. Alter, die nehmen wir mit. Wir haben wieder neue Stahlpfeile. Krass, ey. Wo kam der Assassine jetzt her? Die ist eiskalt. Freunde, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo wir das Mädchen finden sollen. Hier ist wieder Alva. Die Leute hier arbeiten hart und gönnen sich nicht einen Moment Entspannung. Schade. Aber das wird nicht immer so weitergehen. Mhm. Es war mir ein Vergnügen. Ja, gleichfalls. Okay, ich muss mich kurz aufwärmen. This Fallon. I don't trust him. He's clearly involved in dark practices. I've seen him performing rituals in the swamp. Habe ich jetzt auch gesehen. Scheiße. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Muss ich euch bitten zu gehen. Hm.
Okay, nochmal kurz überlegen. Wo könnte die sein? Wird mir jetzt warm? Schön gegarten Lachs reinschnubbeln. Was liegt hier? Die Windhelmbriefe. Ja, okay, nicht wichtig. Ich kann ja mal zum Jarl gehen. Und vielleicht kann ich das mit dem Geist ansprechen, weil ich muss ja auch dem Jarl Bescheid sagen von dem Valion. Ich will nicht wissen, was der dafür... Da ist er ja schon wieder. Nee, ist nur eine Wache. Dann speichern wir mal. Auf jeden Fall. Und ich sag jetzt mal dem Jarl oder der Jarl Bescheid. Hier liegen sie beide. Bei den Göttern! Ja! Ach, guck mal hier. Siehst du, Helgis Geist hat mich gebeten, sie zu finden. Die Welt der Geister zeigt sich hier besonders stark. Sucht auf dem Friedhof. Dort werdet ihr sie finden. Oh mein Gott, ich hätte viel eher herkommen können. Ihr solltet wissen, was Falion ausheckt. Ah, Falion. Immer auf der Suche nach Dingen, die er nicht braucht. Was hat er denn nun schon wieder getan? Naja, ist schon gut, ist nicht so wichtig. Also ich meine, wir haben ja gesagt, wir sagen nichts, aber dann musst du mir 200 Gold geben. Wir haben jetzt die Kohle eingesagt. Komm, wir verraten den, scheiß drauf. Er spricht Zauber draußen in der Marsch, mitten in der Nacht. Ach, dann sind es also doch nicht nur Träume. Ich habe es gesehen. Ich werde mich darum kümmern. Danke, dass ihr mir Klarheit gebracht habt. Abgeschlossen, informiere den Jarl. Hoffentlich bereuen wir das nicht. Okay, die kümmert sich drum. Okay, ich muss auf den Friedhof. Ist es jetzt noch dunkel genug? Wahrscheinlich. Okay, den, ich glaube, den hätte ich so selber nie gefunden. Das ist schon ganz gut, dass wir mit dem Jarl gesprochen haben. Friedhof von Mortal entdeckt und da steht jemand. Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh mein Gott. Ist das, was ihr wollt? Oh mein... Oh. Verdammt. Lelette, die Vampirfrau. Mein Herz hält das nicht aus, ne? Das ist so. Flaschenhalter vorne rechts. Die Tragfähigkeit wird um 5 Punkte erhöht. Geil. Nehmen wir. Dietriche nehmen wir. Bretonenblut. Nehmen wir auch mal. Grober grauer Mantel. Was ist das denn? Brauchen wir nicht. Ist nicht viel wert. Lelette, die Vampirfrau. Was? Warum ist die... Ich mach mal kurz mein Lichtlein an. Lelette, sie ist tot. Ja. Ist mir spart. Sie ist ein Vampir.
Ja, warte mal, Tonya? Yes? Was könnt ihr mir über eure Frau erzählen? Lilith? Ich dachte, sie sei fortgegangen, um sich den Sturmmänteln anzuschließen. Ach, meine arme Lilith. Ist euch etwas Seltsames aufgefallen, bevor sie gegangen ist? Sie hat auf einmal sehr viel Zeit mit Alva verbracht, obwohl sie sie noch eine Woche vorher nicht ausstehen konnte. Tatsächlich wollte sie sich in der Nacht, in der sie verschwand, mit Alva treffen. Alva erzählte mir später, sie sei nie erschienen. Ich hatte gar keine Gelegenheit, ihr Lebewohl zu sagen. Sie haben sich vielleicht doch getroffen. Glaubt ihr, dass Alva... Aber das heißt doch bei den Göttern. Glaubt ihr, dass Alva ein Vampir ist? Naja, ich weiß nicht. Also die Augen waren schon ein bisschen eindeutig. Das ist eine Möglichkeit, die wir nicht ignorieren dürfen. Nein, ihr irrt euch. Ihr müsst euch irren. Vielleicht hat Lilith ihr Schicksal draußen im Sumpf ereilt. Ich weigere mich zu glauben, dass Alva etwas damit zu tun hatte. Das könnt ihr dem Jarl auch gar nicht beweisen. All right, then. Untersuche Alvas Haus. Ja, erst möchte ich nochmal hier hingehen. Aktivieren Kindersarg. Ja, aktivieren. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Ich kann es nicht aktivieren. Vielleicht, weil dem wieder zu kalt ist oder so. Ich speichere hier mal kurz. Und lade nochmal. Vielleicht ist es einfach nur ein Bug gerade. Oder ich soll den jetzt noch nicht aktivieren. Aber... Aktivieren Kindersarg. Oder soll ich erstmal dem anderen Shit nachgehen? Untersuche ich vielleicht doch erstmal das Haus von Alva. Keine Antwort. Ist die Luft rein? Verdammt. Oh, come on! Das war er. Alter! Was geht denn? Alter! Oh mein Gott, oh mein Gott, warte. Was passiert denn hier schon wieder? Kaiserlicher Ebenerzring mit Tafelschliffsmaragd. Schlüssel zu Alvas Haus. Es kann mich nichts mehr schocken. War das jetzt falsch, dass ich die umgebracht habe? Hätte ich die nicht umbringen... Schlüssel zu Albers Haus, Septim 150, winziger Seelenstein. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Septim, blaue Robe. Können wir noch tragen? Ja, wir können noch tragen. Wir nehmen sie mal mit. Öffnen.
Lesen. Alvas Tagebuch. Mein Leben ist trist. Wo ist der Prinz, der mich errettet? Wo ist der tapfere Nordkrieger, der mein Herz im Sturm erobert? Ich traf gestern einen Mann, als ich Nachtblumen pflückte. Er ist aufregend und exotisch. Wir küssten uns im Mondschein. Es war so romantisch. Ich werde ihn heute Nacht wiedersehen. Jetzt verstehe ich die wahren Farben der Nacht. Morward hat mir das wahre Schwarz der Nacht gezeigt und das wahre Rot des Blutes. Er versprach mir einen Festschmaus des Blutes, wenn ich ihm in Mortal zu Willen bin. Es war nicht schwer, Rogger zu verführen. Morward sagte, ich soll mir zunächst einen Beschützer suchen, jemanden, der tagsüber auf meinen Sarg aufpasst. Rogger ist perfekt. Sie ist also tatsächlich eine Vampirin gewesen. Heute Nacht hat Lelette mich besucht. Sie löschte meinen Durst. Ah, ich halte sie versteckt, um sie zu meiner Dienerin heranzuziehen. Ich habe in der Stadt das Gerücht gestreut, dass sie fortgegangen sei, um in den Krieg zu ziehen. Diese Schwachköpfe. Morward hat mir seinen großen Plan verraten. Ich soll die Wachen der Reihe nach verführen und sie zu meinen Sklaven machen. Dann können er und die anderen aus dem Zirkel über Mortal herfallen und die gesamte Stadt einnehmen. Wir werden sie nicht töten. Sie werden das Vieh sein, das unseren Durst stillt. Ein endloser Blutvorrat und eine ganze Stadt, um uns vor der verfluchten Sonne zu beschützen. Roggers Familie wird langsam lästig. Ich habe Lelette gesagt, sie soll sie alle töten, es aber wie einen Unfall aussehen lassen. Rogger muss als unschuldig gelten, wenn er mein Beschützer sein soll. Dieser kleine Dummkopf! Lelette hat Roggers Familie lebendig verbrannt. Ich hatte sie um einen Unfall gebeten und sie bescherte mir einen Skandal. Und um alles noch schlimmer zu machen, hat sie versucht, dieses kleine Mädchen zu verwandeln. Helgi. Aber noch nicht einmal das hat sie hinbekommen. Sie hat das Mädchen getötet und die Leiche den Flammen überlassen. Irgendwas stimmt nicht mit Lelette. Sie redet ständig über Helgi. Ich glaube, sie hat den Verstand verloren. Sie scheint zu glauben, dass man das Kind immer noch zurückbringen könne, um ihr Gesellschaft zu leisten. Ein Fremdling ist in der Stadt und stellt Nachforschungen über das Feuer an. Ich werde auf der Hut sein müssen. Und da wurden wir erwähnt am Ende noch. Freunde, es ist so spannend. Es ist so spannend. Und jetzt schließt sich der Kreis. Denn die die gute Alva war tatsächlich ein erstmal den Korb umgeschmissen, war tatsächlich ein Vampir. Und die hat die Lelette dazu gebracht, ihr zu gehorchen. Aber was bedeutet denn der Zirkel, Alter? Werden jetzt hier Haufen Vampire auftauchen in Mortal oder was? Okay, es war also alles richtig. Komm, die Septime nehmen wir noch mit hier. Unsterbliches Blut. Okay, das ist sehr viel. Und dann hat die Lelette tatsächlich, also hat die Lelette das Haus angezündet. Ja, das ergibt alles einen Sinn. Nur was machte der Valion? Was hat der damit zu tun? So, und ich muss immer noch zu diesem Sarg. Ich hoffe, ich kann ihn wirklich mal aktivieren jetzt. Vielleicht kann ich ihn jetzt aktivieren. Ich probiere es nochmal. Ich habe das Gefühl, darin versteckt sich die Helgi. Ich hoffe, noch diesen
geht nicht. Lässt sich nicht aktivieren. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal zu dem Marker. Vielleicht geht's dann. Oh Mann, Freunde, was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte. Oh no. Ich weiß, die Zeit, Freunde, es ist gerade so spannend, die Zeit. Es wird eine sehr lange Folge. Ist Roger unschuldig oder nicht? Alva hat das Feuer gelegt. Sie ist die Mörderin. Naja, eigentlich hat's doch Lilette gemacht. Alva! Ich hätte nicht gedacht, dass sie dazu imstande wäre. Oh, sie ist eine Vampirin. Sie wollte die Stadt unterjochen. Ich nehme an, das könnt ihr beweisen. Solche Anschuldigungen kann man nicht vorbringen, wenn man keine Beweise hat. Das können wir zufälligerweise beweisen. Dann stimmt es also. 400 Septima. Diese hinterlistige Schlange. Mortal ist euch etwas schuldig. Töte den... Euch ist eine Belohnung für die Aufklärung des Verbrechens versprochen worden. Aber ich möchte euch um einen weiteren Gefallen bitten. Mortal ist immer noch in Gefahr. Das Tagebuch erwähnt Movart, einen Meistervampir, von dem ich dachte, er wäre schon vor einem Jahrhundert vernichtet worden. Ich werde einige tüchtige Krieger sammeln. Sie warten draußen auf euch. Führt sie zum Movarts Lager und setzt seinem Treiben ein Ende. Das ist da, wo wir waren, Freunde. Das ist da, wo wir waren. Mhm. Das ist da, wo wir waren. Das ist mit den ganzen vampirischen Wesen. Oh mein Gott, hoffentlich schaffen wir das. Aber verdammt nochmal, ich will endlich diesen Sarg aufkriegen. Warum geht der nicht auf? Aktivieren Sarg. Geht nicht. Gut, Freunde. Wir machen hier jetzt mal Schluss. Die Folge ist schon ziemlich lang. In der nächsten Folge öffnen wir, versuche ich mal, diesen Sarg irgendwie aufzukriegen. Und dann müssen wir den Vampirfürsten noch unter die Erde bringen, Freunde. Wir haben noch einiges zu tun. Aber wir haben ein bisschen was geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge. Macht's gut.